Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Nick und auf diesem YouTube-Channel dreht sich alles rund ums Thema Social Media Marketing, Mindset und Business Building. In diesem Video geht es um einen der schnellst wachsenden Instagram-Accounts Deutschlands und zwar den des Rappers Capital Bra. Capital Bra hat es geschafft, im Januar 2017 bis Januar 2018 von 160.000 Follower auf über 900.000 Follower zu kommen. Da stellt man fest, das ist ein Followerwachstum von fast über 750.000 Followern innerhalb von einem Jahr. Was aber viel spannender ist, dass er, als er die 2 Millionen Abonnenten geknackt hat, und das hat er jetzt vor kurzem geschafft, hat er dafür nur die Hälfte der Zeit gebraucht, und zwar gerade mal 6 Monate, bis er die 2 Millionen geknackt hat, das heißt nochmal 1 Million oben drauf gesetzt hat. Und ich habe mich gefragt, weil ich habe ihn schon länger verfolgt, wie hat er es geschafft, so schnell auf Instagram zu wachsen und ebenfalls auch generell so einen Hype auszulösen und so groß zu werden. Also Capital Bra hat damals angefangen bei der ziemlich bekannten Battle Rap Serie auf YouTube, Rapper Mittwoch, wo es geschafft hat, der Gewinner zu werden der verschiedenen Battles, hat mehrere Leute besiegt dort in Freestyle Battles und hat allein durch seine lustige Art und Weise, aber auch einfach dadurch, dass er ständig bekifft am Rappen war und trotzdem echt gute Parts rausgehauen hat, ziemlich schnell ist er da an Beliebtheit einfach gekommen und hat von Anfang an gewisse Wiedererkennungswerte gehabt, und das ist eine Sache, über die spreche ich ganz oft, Wiedererkennungselemente zu haben, das heißt bestimmte Sprüche, die man sagt, bestimmte Dinge, die man immer wieder trägt oder sonst was. Und er hat es relativ schnell danach geschafft, zu einem Label-Deal zu kommen, und zwar von Team Kuku. Und als er den Label-Deal gekriegt hat, hat er relativ schnell einen Hit nach dem anderen rausgehauen. Also das heißt wirklich Songs, beziehungsweise Rap-Songs, die rausgekommen sind, die sehr schnell an ziemlich große Bekanntheit gekommen sind, einfach durch den Ohrwurm-Faktor, der drin war, und dadurch, dass er halt ein Newcomer war und plötzlich von jetzt auf gleich tatsächlich schon mit den ganz Großen mithalten konnte teilweise. Und das Ganze natürlich auch auf Instagram immer wieder mit dokumentiert hat. Das heißt, tägliche Stories von seinem Leben, was macht er, mit wem ist er unterwegs. Und dadurch, dass er so ein cooler, sympathischer Charakter ist, hat er es geschafft, dass viele, viele Menschen ihm folgen. Das heißt, nicht nur normale Menschen, wie wir jetzt beispielsweise, die nichts mit der Musikszene zu tun haben, außer dass wir uns die Musik anhören, sondern ziemlich viele erfolgreiche Rapper fanden ihn cool und wollten ihn featuren, und er wollte die featuren, und er hat es geschafft, ganz normal durch die Kollabo-Funktion, das heißt dadurch, dass sie miteinander kollaboriert haben, gemeinsame Songs gemacht haben und sich gemeinsam gegenseitig ständig auf Instagram getaggt haben, hat er es geschafft, da relativ schnell das Follower-Wachstum nach oben zu pushen. Das heißt, durch gezielte Zusammenarbeiten mit anderen Influencern in der Hip-Hop-Szene beziehungsweise in der Musikszene, und zwar mit ziemlich vielen aus verschiedenen Nischen, verschiedenen Branchen beziehungsweise verschiedenen Labels. Das heißt, nicht nur mit den eigenen Leuten, sondern mit vielen außerhalb auch, die selber sehr viel Einfluss haben, nicht nur auf Instagram, sondern generell. Und es halt dadurch, dass er es halt einfach geschafft hat, es hinzukriegen, so Ohrwurmfaktoren zu schaffen und einen Hit nach dem anderen zu produzieren mit anderen Jungs, die gerade upcoming waren, wie beispielsweise UFO361. Und das hat natürlich für extrem großes und schnelles Wachstum gesorgt. Er selber hat auch immer wieder einfach von seinem Alltag erzählt, gezeigt, was er macht, wie er das macht, durch die Fotos, durch die Videos, die sie hochgeladen haben. Und allein dadurch ist Instagram ist für die Musikbranche extrem wertvoll geworden, weil früher war es so, du konntest höchstens über Facebook, Twitter oder YouTube einfach ein Video ankündigen. Du hast es einmal angekündigt, vielleicht zweimal angekündigt, vielleicht dreimal, aber du konntest keine Videos oder neue Musik prämieren oder sonst was so relativ schnell und hautnah einfach immer wieder mehrfach ankündigen, wie es mittlerweile durch die Story-Funktion bei Instagram möglich ist. Und seitdem es die Story-Funktion gibt, ist es einfach so, dass extrem viele Menschen ihren Stars und vor allem auch Upcoming Stars, so wie in einem Capital Bra, einfach hautnah folgen wollen und schauen mal, was macht er jeden Tag, wann ist er im Studio, mit wem nimmt er auf, wann kommt ein neues Video, wann kommt ein neues Album, wann kommt ein neues Gewinnspiel. Und wenn man da einfach extrem viel coolen Content bringt, in der Story, das heißt Dinge zeigt, die man normalerweise nicht sehen würde, sorgt es dafür, dass extrem viele Leute sich das nicht nur ansehen,
sondern mit ihren Freunden teilen und die Informationen sich viel schneller verbreiten und er auch dadurch, durch die ganzen Kollaborationen, dadurch, dass extrem viele andere erfolgreiche Rapper ihn immer wieder getaggt haben in den Stories, in den Beiträgen und mit ihm Musikvideos gemacht haben, er mit ihnen Musikvideos gemacht hat und er diesen Hype und dieses Momentum einfach mitgenommen hat und immer noch auf dieser Bahn schwebt, hat das dafür gesorgt, dass er zu einem der schnellst wachsenden Instagram-Accounts Deutschlands gehört und wirklich binnen von einem Jahr über 1 Million Follower aufgebaut hat und dann nochmal innerhalb von 6 Monaten eine weitere 1 Million Follower auf Instagram aufgebaut hat. Klar, es gibt diverse andere erfolgreichere Instagram-Accounts mit viel mehr Followern in den verschiedensten Branchen, in den verschiedensten Nischen, mit den verschiedensten Leuten. Ich habe vorhin beispielsweise gelesen einen Artikel von 2 13-jährigen Mädels, die auf Musical.ly unterwegs sind und mittlerweile über 14 Millionen Abonnenten haben, die beide 13 sind und der von Musical.ly auf Instagram rüber gewechselt sind, dort ziemlich viel jetzt machen und innerhalb von 4 Monaten 2 Millionen Abonnenten aufgebaut haben. Darüber mache ich vielleicht mal ein separates Video, woran das beispielsweise liegt. Aber einer der großen Gründe unter anderem sind nicht nur die Kollaboration, sondern auch vor allem dass Musik allgegenwärtig ist. Wir hören ständig Musik überall, immer wieder, ob es im Radio ist, im Fernsehen, ob es bei Filmen ist, ob es in Videos ist, überall läuft Musik und deutscher Hip-Hop gelangt einfach immer mehr an noch mehr Bekanntheit, natürlich auch an nationale Bekanntheit einfach. Es ist nicht mehr so, dass es sehr nischig ist, sondern dass es immer größer wird und immer mehr Menschen sich deutschen Hip-Hop, Deutschrap anhören. Und dadurch, dass es so viele Millionen Menschen sind, die es nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz sind, gibt es natürlich auch viele Leute, die sich einfach für die neuesten und interessantesten Leute interessieren, die dir dementsprechend dann auch auf Instagram folgen oder folgen können. Und das ist genau das Gleiche, wie wenn du in der Fitnessbranche tätig bist. Es machen extrem viele Menschen Fitness jeden Tag, gehen extrem viele Menschen ins Fitnessstudio, machen Kampfsport oder sonst was, kümmern sich um ihre Ernährung, um ihre Gesundheit. Das sind zig Millionen Menschen, nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern überall auf der Welt. Das heißt, du hast einfach eine große Nische, eine große Branche, wo du die Möglichkeit hast, wenn du dort ein bisschen herausstichst mit einer vernünftigen Positionierung, aber auch vielen coolen Wiedererkennungswerten, einfach an eine große Bekanntheit relativ schnell zu gelangen im Vergleich zu anderen Themen, die einfach nicht so interessant sind, ja, beziehungsweise mit denen sich nicht so viele Menschen alltäglich beziehungsweise allgegenwärtig beschäftigen, ja. Cool, das war's dazu. In dem Sinne, ich freue mich, von dir ein Like zu kriegen, einen Kommentar zu sehen und was du zu diesem Thema denkst, warum Capital Bra und viele andere Newcomer-Rapper gerade extremen Hype und großes Wachstum auf Instagram haben und wie das zusammenhängt mit ihrem generellen Musikerfolg natürlich auch. Und teile das Video mit jemandem, der es unbedingt sehen muss und schau dir die Videos hier oben an, die ich hier gleich verlinke für dich. In dem Sinne, ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Dein Nick, bis dann. Ciao.